Gut, hier ein kurzes Erklärungsvideo zum Erwartungswert. Und zwar habe ich hier schon mal einen Zufallsversuch vorbereitet. Das könnte natürlich ein beliebiger Zufallsversuch sein. Hier, weil es so schön anschaulich ist, zweimaliges Ziehen aus einer Urne. Und ich lege jetzt einfach mal fest, dass das ohne Zurücklegen sein soll. Okay, worum geht es bei dem Erwartungswert? Wie das Wort schon sagt, ich erwarte etwas, und zwar, wenn ich so einen Zufallsversuch durchführe, mache ich das ja in der Regel als Glücksspiel zum Beispiel. Das heißt, ich spiele eventuell um Geld oder ich habe auf jeden Fall einen Einsatz und wenn ich gewinne, kriege ich etwas zurück und wenn ich verliere, verliere ich meinen Einsatz. Und der Erwartungswert, wie das Wort selbst schon sagt, gibt an, was ich zu erwarten habe, und zwar, wenn ich das Spiel jetzt öfter spiele. Wenn ich es nur einmal spiele, kann ich natürlich Glück haben und gewinnen. Aber wenn ich das jetzt häufiger spiele, erwarte ich dann eher im Mittel zu gewinnen oder erwarte ich zu verlieren? Und wie man das berechnet, darum geht es in diesem Video. So, und bevor wir jetzt gucken, was man verliert oder gewinnt, muss ich diesen Zufallsversuch erstmal genauer beschreiben. Zunächst gebe ich erstmal die Wahrscheinlichkeiten an. Wenn ich hier also eine Urne habe mit 6 Kugeln, 4 schwarzen, 2 weißen, dann habe ich im ersten Zug die Wahrscheinlichkeit, 4 Sechstel eine schwarze zu ziehen und 2 Sechstel eine weiße zu ziehen. Wenn ich im ersten Zug eine schwarze gezogen habe, also hier eine schwarze weg, dann habe ich noch 3 von 5. Und wenn ich im ersten eine schwarze gezogen habe, dann habe ich noch 2 von 5, dass ich eine weiße ziehe. Und genauso, wenn ich im ersten eine weiße gezogen habe, ist meinetwegen hier oben die weiße weg, dann habe ich noch 4 von 5 Schwarzen und eine von 5 Weißen. So, jetzt kann ich mir überlegen, also nehmen wir mal an, dieser Zufallsversuch ist wirklich ein Glücksspiel. Dann muss ich ja als Veranstalter festlegen, unter welcher Kombination gewinnt man. Ich suche mir jetzt mal einfach irgendetwas aus und sage jetzt mal, zweimal Weiß gewinnt. Also, wenn ich eine Weiße ziehe und noch eine Weiße, dann sagt man, hat man gewonnen. Und die Wahrscheinlichkeit kann ich jetzt natürlich berechnen. Die Fahrtwahrscheinlichkeit, Weiß und Weiß zu ziehen, wäre dann 2 Sechstel mal 1 Fünftel. Das wären dann 2 Dreißigstel, also 1 Fünfzehntel. So, entsprechend kann ich natürlich die Verlustwahrscheinlichkeit ausrechnen. Die nenne ich mal P-Verlust. Da kann ich jetzt sagen, okay, die Verlustwahrscheinlichkeit ergibt sich aus den 3 Verlustpfaden, also diesem hier und diesem hier und könnte jetzt einzeln für jeden Pfad die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, die 3 dann addieren und hätte dann die Verlustwahrscheinlichkeit. Oder ich mache es mir etwas einfacher und sage, naja gut, wenn ich alle zusammennehme, alle Fahrtwahrscheinlichkeiten zusammen als Summe, muss 1 herauskommen. Das hatten wir geklärt, weil eins von den Ergebnissen muss ja rauskommen. Gut, und wenn ich dann 1/15 diesen Pfad hier abziehe, dann bleiben für den Rest ja nur noch praktisch 1 minus 1/15, also 14/15. Das ist meine Verlustwahrscheinlichkeit. So, jetzt habe ich den Versuch soweit beschrieben. Jetzt geht es, da es natürlich sich um ein Glücksspiel handeln soll, auch um Einsatz und Gewinn. Also Einsatz aus Spielersicht gesehen, das, was man aufbringen muss, wenn man damit spielen möchte. Und Gewinn für den Fall, dass man hier die Bedingungen erfüllt, also den Gewinnpfad hat, was man dann rauskriegt. Und nehmen wir mal an, es geht wie meistens um Geld und ich wähle jetzt einfach mal willkürlich. 2 Euro wäre der Einsatz für dieses Spiel. Und wenn ich gewinne, wenn ich also tatsächlich 2 Weiße ziehe, dann kriege ich 10 Euro zurück. So, das, was man mit dem Erwartungswert jetzt berechnen will, wo man diesen Zufallsversuch vollständig beschrieben hat, ist, wenn ich unter diesen Bedingungen, also dass ich hier, dass das meine Gewinnwahrscheinlichkeit ist, dass ich einen Einsatz habe von 2 Euro und einen Gewinn von 10 Euro, kann ich dann, wenn ich diesen Zufallsversuch häufiger spiele, davon ausgehen oder erwarte ich, dass ich eher gewinne oder verliere? Und das berechnet man auf folgende Art und Weise. E für Erwartungswert.
ist gleich. Und zwar sage ich jetzt, mit der Wahrscheinlichkeit 1/15 gewinne ich 10 Euro. Also habe ich 10 Euro. Und mit der Wahrscheinlichkeit 14/15 verliere ich 2 Euro, also minus 2 Euro. So, das kann ich ausrechnen und habe dann praktisch 10/15 minus 28/15. Oh, 15. Also minus 2 mal 14 macht minus 28/15, macht also minus 18/15. Und zwar aus Spielersicht. Weil Spielersicht deshalb, weil ich ja mit der Wahrscheinlichkeit von 14/15 2 Euro verliere. Ich könnte den ganzen Erwartungswert hier auch aufschreiben aus Veranstaltersicht. Dann würde er natürlich mit einer Wahrscheinlichkeit von 14/15 2 Euro gewinnen, also plus. Und mit der Wahrscheinlichkeit 1/15 10 Euro gewinnen, also genau andersrum. Aber aus Spielersicht ergibt sich hier jetzt ein Erwartungswert von minus 18/15. Was heißt das? Das heißt, wenn ich das Spiel jetzt einmal spiele und ich habe Glück, dann gewinne ich 10 Euro. Wenn ich das Spiel einmal spiele und ich habe Pech, verliere ich 2 Euro. Dann will ich es vielleicht nochmal spielen, nochmal und nochmal. Das ist ja so die Sucht dabei, dass man immer nochmal spielt, weil man denkt, Mist, jetzt habe ich 2 Euro verloren. Wenn ich jetzt ja vielleicht Glück habe, spiele ich es nochmal, dann habe ich 10 Euro gewonnen, habe ich im Endeffekt gewonnen. Aber das ist der Trugschluss, denn, und das sagt dieser Erwartungswert, wenn ich das Spiel häufiger spiele, verliere ich im Mittel. Im Mittel verliere ich nämlich über 1 Euro. Das heißt, je häufiger ihr das Spiel spielt, desto mehr verliert ihr. Und das ist genau der Trick, zum Beispiel auch bei Casinos. Die Spiele sind alle so ausgelegt, dass der Erwartungswert hier negativ ist für den Spieler. Das heißt, dass er im Mittel am Ende verliert. So, und jetzt erklärt sich vielleicht auch, was bedeutet der Erwartungswert. Ein Spiel ist fair. Fair heißt einfach, der Erwartungswert ist gleich 0. Das bedeutet, ein Spiel ist fair. Weil weder aus Spielersicht noch aus Veranstaltersicht hat irgendjemand einen Vorteil. So, und wie kann ich das Spiel mehr fair machen? Ich kann an den Wahrscheinlichkeiten so nichts ändern, seitdem ich ändere den gesamten Zufallsversuch und gebe weitere Gewinnpfade. Aber wenn das Spiel jetzt so ist, wie hier beschrieben, dann kann ich natürlich über den Einsatz hier und hier, also den Einsatz und den Gewinn, wenn ich da jetzt dran schraube und das hier verändere und das hier verändere, dann kann ich natürlich diese Gleichung hier so umgestalten, dass ich hier am Ende 0 rauskriege. Ihr könnt das ja mal ausprobieren. Was müsste ich für x hier für den Einsatz und was müsste ich für y einsetzen, damit hier tatsächlich der Erwartungswert 0 rauskommt und dieses Spiel in diesem Fall wirklich fair ist für beide Seiten. Gut, viel Erfolg!